So näht man eine Mundschutzmaske. Ich zeige, wie es geht. So eine Mundschutzmaske schützt vor Staub, Pollen und Ansteckung. Zwar bietet sie keinen perfekten Schutz, aber sie ist besser als gar nichts. Am Beispiel der Ansteckung durch Viren erkläre ich euch, was diese Maske kann und was sie nicht kann, bevor ich euch zeige, wie man sie näht. Diese Maske ist nicht dicht für Viren, was auch für die echten Chirurgenmasken gilt. Richtigen Virenschutz bieten nur professionelle Masken, zum Beispiel diese FFP3-Maske, die aber genau dann nicht zu haben sind, wenn man sie dringend bräuchte. Aber die meisten Viren von Atemwegserkrankungen fliegen sowieso nicht frei in der Luft herum, sondern sind an Tröpfchen gebunden. Und diese Maske hier ist weitgehend dicht gegenüber Tröpfchen, solange sie trocken ist. Daher schützt sie vor der Verbreitung von Tröpfchen, wenn infizierte Menschen die Maske tragen und husten oder niesen. Wenn gesunde Menschen die Maske tragen, verhindert sie, dass infizierte Tröpfchen direkt an Mund und Nase gelangen können. Außerdem hilft sie dabei, sich nicht ständig ins Gesicht zu fassen, denn das tut man irgendwie ständig. Am besten trägt man sie zusammen mit einer Brille, zum Beispiel eine Sportbrille, damit auch die Augen geschützt sind. Und hier könnt ihr sehen, wie so eine Maske angezogen aussieht. Ich habe eine Maske in Kindergröße meiner Kinderschaufensterpuppe angezogen. Die Puppe trägt sonst immer meine genähten Kinderkleider zur Probe. Diese Masken hier sind den typischen Chirurgenmasken nachempfunden, aber aus Stoff. Daher kann man sie waschen. Durch 60 Grad Wäsche oder Bügeln sind sie wieder einsatzbereit. So, und jetzt zeige ich euch, wie man so eine Maske nähen kann. Danach zeige ich euch noch einige Variationen dieser Maske. Hier zum Beispiel mit Gummiband und ohne Schrägband. Und am Schluss zeige ich euch noch eine Einwegmaske, die man sich aus einem Küchentuch ruckzuck zusammenbasteln kann, ganz ohne Nähen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nähen könnt. Wer keine Nähmaschine hat, kann die Maske auch von Hand nähen. Ich brauche hier ein Stück Stoff. Für Erwachsene nehme ich 20 cm mal 20 cm und auf der einen Seite noch Platz für Nahtzugaben, damit man das hier oben und unten umsäumen kann. Man braucht also gar keinen richtigen Schnitt, sondern nimmt einfach so ein Viereck. Und ich brauche Schrägband. Bei meiner Kopfgröße, die ziemlich groß ist, brauche ich 2 x 95 cm, damit man die hinten zubinden kann. Das kann man aber ausmessen. Man braucht natürlich auch noch Platz, um sie hinten zuzubinden. Das Schrägband hat den Vorteil, dass es sich einfach verarbeiten lässt und es ist ein bisschen elastisch. Das sitzt dann bequemer, wenn man es so oft am Kopf festbindet. Man kann aber auch irgendwelche Bändel nehmen. Das zeige ich euch dann später noch. Nämlich nicht alle haben Schrägband zu Hause. So, jetzt geht's aber los. Zuerst bereite ich hier das Säumen vor. Ich mache das relativ faul ohne Stecken, indem ich hier einfach den Stoff umschlage und mit den Nägeln so ein bisschen festdrücke. So, das reicht mir schon. Wer unsicher ist beim Nähen, der kann hierfür auch Stecknadeln nehmen. Ah, und ich habe hier ein Stück einfachen gewebten Baumwollstoff genommen. Man kann das auch mit Jerseystoff machen. So, das nähe ich jetzt mal. Ich nähe das hier einfach hier entlang mit einem ganz normalen Geradeausstich. Die andere Seite säume ich genauso um. So, nun kommen die Falten dran, also diese hier. Habt ihr vielleicht schon gesehen im Fernsehen oder so, die haben die normalen Chirurgenmasken auch, damit sich das Ganze so ein bisschen der Gesichtsform anpasst.
Diese Falten sollten etwa so 1 bis 2 Zentimeter breit sein. Man kann das sich genau einzeichnen und abmessen, aber ich mache das einfach so Pi mal Daumen, denn diese Masken sollen ja keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern vor allem nützlich sein. So, aber ich stecke sie mir fest, damit es nicht verrutscht. So, jetzt habe ich das hier festgesteckt und jetzt werde ich hier und hier nähen, um diese Falten zu fixieren. Jetzt kommt das Schrägband dran. Das brauche ich einerseits, um diese Kanten hier zu versäubern und andererseits sind das dann auch gleich die Bändel zum Festbinden der Maske. Ich werde das also jetzt hier so drum nähen und ich mache mir das einfach. Ich halte das einfach so fest und nähe das, zeige ich euch gleich. Die klassische Methode ist, dass man es aufklappt und dann erst so festnäht und dann so und dann da rum und das dauert sehr viel länger. Und wenn man aber ein bisschen Übung hat, kann man das einfach so einfassen. Zack, zack, das geht dann schnell. Und zwar nehme ich hier die Hälfte. Man braucht nämlich oben ein längeres Bindeband als unten. Die Hälfte von dem Band nehme ich und die setze ich oben an. Und oben ist das, wo diese Laschen hier runterklappen. Also die gucken sozusagen nach unten. Das hier ist oben. Und da setze ich es jetzt an, in der Mitte. Das heißt, dieser untere Teil, der ist dann etwas kürzer und der ist etwas länger. So, jetzt nähe ich das einfach so fest, nicht so ganz dicht am Rand, denn sonst kann es leicht passieren, dass ich das untere nicht mit erwische. Aber ich will das untere ja gleich mit festnähen in einem Arbeitsgang. Und ich nehme dafür gelbes Garn. Und wenn ich hier unten angekommen bin, dann nähe ich gleich weiter und für hier unten klappe ich das einfach mal auf, so, falte das um und klappe es dann wieder zu. Dann ist auch das Ende versäubert. Das offene obere Ende nähe ich genauso zusammen. So, das ist jetzt festgenäht und das andere Schrägband nähe ich genauso fest. So, jetzt ist die Maske fertig. Wenn man ein bisschen Übung hat, dann schafft man das in unter einer halben Stunde. Und die Fernsehchirurgen, die ziehen die zuerst immer unten an, also hinten am Nacken zusammengebunden, so. Dann hängt die meistens noch so runter und dann klappen sie die hoch über Mund und Nase und binden die oberen Bindel am Oberkopf, also beim hinteren Oberkopf zusammen. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar andere Variationen und gebe euch ein paar Hinweise, wie man die nähen kann. Das eben war ja eine Maske aus gewebtem Baumwollstoff. Hier habe ich eine aus so einem T-Shirt-Stoff, einem Jersey. Das ist ganz schön, weil sich das angenehm anfühlt und elastisch ist, hat aber den Nachteil, dass man hier oben und unten das nicht so einfach versäumen kann. Darum habe ich das auch mit dem Schrägband umfasst. Wenn man da einen Saum nähen will bei solchem Stoff, der nicht viele Wellen schlägt, dann braucht man eine Covermaschine. Und die haben nur die wenigsten. Ansonsten geht die aber genauso. Dann dachte ich mir, nicht viele werden solche langen Stücke Schrägband im Haus haben. Und darum habe ich mir überlegt, wie kann man die sonst binden. Und hier habe ich aus so einer Häkelwolle aus Baumwolle einfach Luftmaschenschlangen genäht. Hier auch jeweils knapp 1 Meter lang.
und habe hier für den Rand auch kein Schrägband genommen, sondern habe das einfach mit einem Stück Stoffstreifen eingefasst. Und hier ist noch eine ganz andere Methode, und zwar die wird nicht hinterm Kopf zusammengebunden, sondern so an den über die Ohren gezogen. Die hat den Vorteil, die ist schnell über die Ohren gezogen. Und man muss die aber genau ausmessen. Also erstmal sollte man ausmessen, wie breit will man sie haben. Und das Gummiband muss man dann auch so ausmessen, dass es über die eigenen Ohren passt und dann da hängt. Ein Nachteil kann ich mir vorstellen, ist, dass das, wenn man sie länger trägt, da an den Ohren unangenehm wird. Aber die ist schnell angezogen. Das ist ein echter Vorteil. Und jetzt kommen wir zu dieser Einwegmaske. Dafür braucht man so ein Küchentuch. Außerdem braucht man am besten Zopfgummis. Man kann aber auch so ein Haushaltsgummi nehmen. Ich stelle mir aber vor, dass das unangenehm hinter den Ohren ist. Oder man nimmt hier so ein Hosengummi, was man auch zum Nähen verwendet. Das kann man dann zusammennähen oder zusammenknoten. Und man braucht einen Tacker. Die Art, wie man so eine Maske macht, habe ich irgendwo bei Twitter gesehen. Ich weiß aber leider nicht mehr wo, sonst würde ich euch das unter dem Video verlinken. So, man legt sich das so hin, dass die breite Seite quer läuft, denn das wird ja später umgeknickt. Da braucht man also mehr Platz. Und jetzt wird das gefaltet, wie bei den genähten Masken auch. Und jetzt fasst man das so zusammen an den Enden und legt hier so ein Zopfgummi dazwischen und faltet das um. Und jetzt kommt der Tacker zum Einsatz. Das Zopfgummi sollte man nicht mit tackern, sondern hinter dem Zopfgummi tackern. So. Und bei der anderen Seite genauso. So. Die ist jetzt nicht sehr schön geworden, aber sie dürfte funktionieren. Faltet sich hier auch so auf, hängt man sich an den Ohren fest. Und wenn die durchweicht ist oder durchseucht oder so, dann befreit man die Zopfgummis und schmeißt das Küchentuch weg. Okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.